Hallo und willkommen zu einer weiteren kleinen, aber feinen Reaction hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einer Folge Bolzplatz vom Sportstudio. Link zum Video und zum Kanal sind wie immer in der Videobeschreibung. Ich finde die echt geil. Heute auch wieder ein wunderschönes Thema, nämlich kein Investor, Rettung oder Untergang des deutschen Fußballs. Wir gehen rein. By the way, wenn euch das Ganze hier gefällt und ihr mehr Reactions sehen wollt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo auf dem Video da und schreibt mal ein paar Vorschläge für Reactions unten in die Kommentare. Und jetzt, let's go! Beben im deutschen Fußball. Nach wochenlangen Protesten in den Stadien der 1. und 2. Fußball-Bundesliga hat die DFL die Reißleine gezogen. Der Deal mit dem Investor ist geplatzt. By the way, also gleich mal vorneweg, ich sag viel by the way, sorry. Ich finde die Proteste so geil. Also wirklich, so kreatives Zeug, was dabei rumgekommen ist von Aufschriften auf Plakaten, von den Tennisbällen hin zu den Autos, die da durchgefahren sind. Und Gott weiß, was da noch alles passiert ist. Ne? Irgendwo haben sie auch mit Kamellen geschmissen, habe ich gehört. Da war ja mal was. Ja, wir machen weiter. Entscheidend ist aber, dass ich auch viele Nachrichten in den letzten 48 Stunden bekommen habe, dass die Clubs einfach jetzt sagen, wir halten das nicht mehr durch. Ein schwerer Schlag für die DFL. Ein Triumph für die Fans. Und insofern hat im Grunde die demokratische Teilhabe gesiegt, beziehungsweise ein klarer Fingerzeig auch an die DFL, dass man eben ja, demokratisch mit Fans und Mitgliedern den Fußball gestalten muss und nicht an ihnen vorbei einen eigenen Plan durchziehen kann, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber warum wäre dieser Deal aus DFL-Sicht denn so wichtig gewesen? Warum wollten die Fans ihn unbedingt verhindern? Und vor allem, was bedeutet das Ganze jetzt für die Zukunft der Bundesliga? All das jetzt in der neuen Folge Bolzplatz. Also, wenn ich es richtig verstehe, in 9 Minuten fassen sie jetzt das ganze Thema eigentlich mal zusammen, so die Hintergründe. Ne? Finde ich eigentlich ganz cool. Weißt du, dann kannst du schnell mal jeden abholen, auch die Leute, die sich eben noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt haben. Die Entscheidung vom 21. Februar, das Scheitern des Investorendeals, hat Hans-Joachim Watzke folgendermaßen erklärt. Das ist letztendlich auch Demokratie, wenn man das Gefühl hat, dass die Mehrheit des Ligaverbandes nicht mehr dahinter steht. Dann brechen wir den jetzt ab, weil zunehmend auch es eine Zerreißprobe für den ganzen Fußball geworden wäre und auch die sportliche Integrität, die immer am wichtigsten ist, also auf das Spiel bezogen. Markus Harm, Investigativjournalist, der den Prozess eng begleitet hat, hält die Entscheidung der DFL für alternativlos. Die Ultras in den Kurven haben sehr klug und sehr kreativ für Protest gesorgt, ja, und haben in gewisser Weise natürlich auch die Verantwortlichen des deutschen Fußballs am Nasenring durch die Stadien gezogen. Und es war eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Man konnte gar keine andere Lösung finden, als abzubrechen, denn alles andere wäre unglaubwürdig gewesen. Bevor wir nochmal über die Konsequenzen sprechen, kurz. Ganz kurz, von welchem Verein war das, wo die Fans gesagt haben, ja, wir machen bei den Protesten nicht mit, weil das Ding ist ja eh durch und keine Ahnung, wir glauben einfach nicht dran, dass wir daran überhaupt noch was ändern können, weil das ist ja beschlossen, dass der Deal jetzt stattfindet und bla bla bla. Und jetzt haben die Fans der anderen Ultra-Gruppierungen einfach so lange Terror gemacht, bis der Deal echt abgebrochen wurde. Also das ist schon krass, ne? Deswegen, ohne Witz, Hoffnung stirbt zuletzt. Ich meine, man sieht es ja hier an dem Beispiel. Die Leute sind dran geblieben, die haben dran geglaubt, wir können hier was bewegen, wenn wir gemeinsam zusammenhalten. Und dann ist das eben auch so gekommen. Jetzt zum Hintergrund. Wie kam es überhaupt so weit? Warum hat die DFL sich überhaupt um diesen Investoreneinstieg bemüht? Und was hatten die Fans dagegen? Im Grunde sieht die DFL die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga in Gefahr. Warum? Im Vergleich mit England und Spanien nimmt die Bundesliga deutlich weniger Geld ein. Vor allem bei den TV-Einnahmen, wie wir hier sehen. Besonders in der Auslandsvermarktung ist die Bundesliga schwach. Die Premier League nimmt dort mehr als 12-mal so viel ein. Und diese Lücke, die gilt es jetzt zu schließen. Aber wie generiert man überhaupt mehr TV-Einnahmen? Am einfachsten wäre es jetzt natürlich zu sagen, die TV-Sender bekommen mehr exklusive Spieltermine, für die sie dann natürlich auch mehr Geld zahlen müssten. Genauso wie es ja auch in Spanien der Fall ist, wo keine Spiele mehr parallel stattfinden. Aber wo keine Spiele mehr parallel stattfinden, ist das frech, Junge, ist das frech. Also for real, jetzt, ne, ihr seht ja hier unseren Bundesligaspieltag, wie wir ihn kennen, mit Freitag, Samstag, Sonntag und dann hier Spanien, die sogar von Freitag bis Montag haben mit den Anstoßzeiten. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer feiert denn den Spieltag der spanischen Liga? Also ich persönlich finde das echt grauenhaft. Ich feiere das, dass alle, oder hier beispielsweise am Samstag 5 Spiele gleichzeitig parallel laufen.
gerade die Konferenz, es ist doch super geil, es passiert viel, du hast so viele Höhen und Tiefen während des Spiels, weil ja auf den anderen Rasen ja auch was passiert, was deine Mannschaft beeinflusst. Mal kriegt man da, mal bekommt man da Schützenhilfe von einem anderen Verein, mal denkst du dir, ach du Scheiße, was machen die denn da drüben, die lassen sich ja komplett abschießen und keine Ahnung. Aber das hier, das ist ja so ein Krampf, da die Spiele zu verfolgen. Genau dieser Weg, der findet bei den deutschen Fans traditionsbedingt keine Akzeptanz. Ja. 15.30 Uhr Samstag, das ist den Fans heilig. Und wenn du das Produkt nicht erwähnst. For real, ich finde auch, das ist mir persönlich egal, nur damit ich da noch eine kleine Anekdote zu gebe, ich finde das auch Quatsch, dass Sonntag einfach drei verschiedene Uhrzeiten sind, wo die Spiele stattfinden. Also, weiß ich nicht, muss das? Also, reichen da nicht auch zwei oder so? Weitern kannst, dann bleibt nur die Optimierung. Und genau dafür braucht die DFL externes Geld. Für uns geht es einzig und allein um die Weiterentwicklung des DFL-Geschäftsmodells. Explizit geht es nicht um beispielsweise mehr Geld für Spieler. Im Detail sollte das Geld in diese Punkte investiert werden. Bessere TV-Standards, Auslandsvertretungen, Aufbau einer Streaming-Plattform und Rechteschutz. Das Geld sollte also nicht, wie viele annehmen, bloß auf die Vereine verteilt werden, sondern langfristig in folgende Bereiche fließen. Das Gesamtvolumen des Deals sollte ca. 1 Milliarde Euro betragen. 600 Millionen für die Digitalisierung und Internationalisierung, heißt der Fan erhält zum Beispiel alle Kameraperspektiven, eine bessere Datentiefe und Exklusivinterviews. 100 Millionen Euro waren... Aber ist es das denn? Also willst du das als Fan denn, wenn du da vorm Fernseher, Handy, whatever sitzt? Willst du mehr Kameraperspektiven? Willst du mehr Internationalität da dann quasi haben? Oder willst du einfach nur irgendwie bestmöglich an deinem Sport dran sein? Ich meine, die Leute, die ins Stadion gehen, denen ist das eh egal, was die Digitalisierung angeht. Gut, außer es dreht sich jetzt vielleicht um VAR oder so. Aber das, also 600 Millionen in Digitalisierung und Internationalisierung, also Bro, come on. Ey, ganz ehrlich, hätten die jetzt gesagt, Digitalisierung hier, wir machen wieder den besten Zehner des Jahrhunderts, ne, siehe The Zone, und ihr könnt dann auf einer Streaming-Plattform wieder alle Spiele angucken, das wäre mal ein Fortschritt, Alter. Ohne Witz, da holst du jeden Fußballfan mit ins Boot. Von mir aus bringst du halt da noch ein paar andere Sportarten oder so, aber also komm, das wäre mal eine Erfindung gewesen. Für die Förderung von Auslandsreisen der Bundesliga-Clubs vorgesehen, um sich auf anderen Kontinenten zu zeigen. Die verbleibenden 300 Millionen Euro sollten als Rücklage für die Abzahlung der Investorenanteile in den ersten 6 bis 7 Jahren dienen. Der Investor sollte also viel Geld bezahlen. Und viel Geld bedeutet im Normalfall auch viel Einfluss. Nicht hier. Doch wie sollte garantiert werden, dass der Investor keinen Einfluss auf elementare Bereiche der DFL nehmen will? Aber die Eckpunkte müssen so gesetzt sein, dass die Interessen der Clubs und der DFL zu jeder Zeit gewahrt sind, also mit klaren roten Linien. Diese sogenannten roten Linien sollten also garantieren, dass der Investor keine Mitbestimmungsrechte in Bezug auf Pflichtspiel im Ausland, Anstoßzeiten oder auch im Bereich der Spielplanung bekommt. Die Fans hatten daran allerdings so ihre Zweifel. Und genau in dem Moment, wo die Erträge eben nicht mehr so kommen, dass sie die Rendite des Investors bedienen können, na dann muss man an Lösungen überlegen. Und wie die aussehen, wissen wir. Dieser Investor arbeitet mit Geld aus Saudi-Arabien. Da muss man nur eins und eins zusammenzählen. Die Einflussnahme des Investors auf Spielpläne und Austragungsorte bestimmter Partien und damit die Verletzung der eben genannten roten Linien. Das war eine der großen Befürchtungen der Fans. Aber wie haben die sich eigentlich organisiert? Wer genau steckte hinter den Protesten? Die Proteste werden getragen von den Fanszenen Deutschlands. Das ist das große und sehr aktive Ultrabündnis. Unsere Kurve, für die ich jetzt spreche, ist ein Zusammenschluss von Fanabteilungen, das heißt von Mitgliederabteilungen in den Vereinen. Wir finden diese Proteste super, weil auch unsere Kurve schon mit dem Zustandekommen des ersten Beschlusses im Sommer massiv protestiert hat. Neben der Überschreitung der roten Linien war ein weiterer Kritikpunkt die Verbindung vom bis Mittwoch letzten verbliebenen Investor CVC zum saudi-arabischen Staatsfonds. Dieser Investor arbeitet, der übrig geblieben ist, arbeitet massiv mit Geldern aus Saudi-Arabien. Da geht es um Sportswashing und da geht es genau darum, dass dann wieder auf dem Tisch liegt, ach, lass uns doch mal ein Highlight-Spiel in Saudi-Arabien machen. Nein. So weit kommt es doch auf keinsten.
Auf keins denn. Jetzt stell dir mal vor, hier, weil Italien hier gerade mit Supercoppa angezeigt wird, stell dir mal vor, einfach so deutscher DFB-Pokal auf saudi-arabischem Boden. Als Beispiel. Nee, lass gut sein. Muss nicht. Das kommt auf den Tisch. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und wenn dann die Erträge nicht stimmen, wird es auch durchgesetzt. Außerdem befürchteten die Fans, dass das Ungleichgewicht zwischen den Vereinen durch einen Investor befeuert werden würde, weil nur die Top-Vereine von einer stärkeren Auslandsvermarktung profitieren würden. Und da weiß man schon, wenn ich über Internationalisierung rede, dann gehen natürlich die positiven Dinge, die damit einhergehen, gehen zugunsten von 5, 6, vielleicht 7 Clubs der Bundesliga. In der zweiten Liga wird von diesen Effekten 0,0 ankommen. Das heißt, in der zweiten Liga wird das Risiko getragen, aber das Geld kommt nicht an. Des Weiteren sahen die Fans den Deal als eine riskante Wette auf die Zukunft. Klar, es hätte den dringend benötigten Investitionsschub geben können, aber man hätte auch Gefahr laufen können, dass es eben keine Erlössteigerung gibt. Und genau dann wäre die Bindung an einen Investor gefährlich geworden. Das sagt auch Wirtschaftsjournalist Frank Bethmann vom ZDF. Bringt ja nicht nur Geld, das kostet auch was. Und was wären sozusagen die Alternativen, die ich habe, das anfassbar zu machen, also die Milliarde, die CVC reingeben will in die DFL, kostet der DFL über 20 Jahre etwa das Doppelte, also 2 Milliarden. Ja, das sind sozusagen die Kosten des Investments. Doch was könnte der geplatzte Investorendeal jetzt für die DFL, die Bundesliga und die Zukunft des deutschen Fußballs bedeuten? Und außerdem, wie wird es jetzt weitergehen? Wird die DFL einen neuen Versuch starten, die Bundesliga für Investoren zu öffnen? Ja, es gibt ja das Sprichwort, aller guten Dinge sind drei. Wir hoffen natürlich inständig, dass man in Frankfurt nicht so töricht sein wird, danach zu handeln. Dementsprechend wäre die DFL gut beraten, wenn sie jetzt sich erstmal zur Ruhe kommt, sich in Klausur begibt und dann überlegt, wie man den deutschen Fußball weiterentwickeln kann, auf welchem Fundament man den deutschen Fußball weiterentwickeln kann. Ja. Und wenn man dann eine Vision, ein Ziel definiert hat, dann können wir auch wieder darüber sprechen, wie man dieses erreicht. Also ich gehe nicht davon aus, dass es einen neuen Versuch geben wird. Der erste Investorenprozess im Sommer letzten Jahres ist gescheitert. Jetzt ist der zweite Investorenprozess gegen die Wand gefahren worden. Und ich glaube, die DFL und die Verantwortlichen können sich das nicht mehr erlauben, das den Fans schmackhaft zu machen. Die Fans werden protestieren, die Vereine sind dagegen. Und der deutsche Fußball, DFB, DFL, Verbände und Vereine sind gnadenlos zerstritten. Und ich glaube nicht, dass man da sehr schnell zu einer gemeinsamen Lösung findet. Naja, bringt das ganz gut auf den Punkt, by the way, geiles Stadtbild, sehe ich auch so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da jetzt nochmal in den nächsten Monaten oder gar Jahren heißen wird, komm, wir probieren es nochmal mit einem Investor, eventuell können wir die Leute jetzt umstimmen. Das wirklich, das hat jetzt so lange geköchelt, um Gottes Willen, wären die bescheuert, wenn die das jetzt nochmal versuchen würden. Lass es nicht dieses Jahr sein, lass es auch nicht nächstes Jahr sein, aber so in 2, 3 Jahren, also ganz ehrlich. Das Ding ist durch, hoffe ich jetzt einfach mal. Ja. Und damit ist man sich, was die Zukunft des deutschen Fußballs angeht, weiterhin uneinig. Naja, wir müssen, glaube ich, erstmal festhalten, wenn es im deutschen Fußball eins zur Genüge gibt, dann ist es Geld. Es ist bloß absolut ungleich und unfair verteilt. Ja, und da springe ich da nämlich einen richtig guten Punkt an. Also jeder, der sich schon mal damit auseinandergesetzt hat, wie das Geld bei den deutschen Clubs verteilt wird und dann mal ein bisschen näher in das Thema oder ein bisschen tiefer in das Thema reingeht, der wird sich sofort an den Kopf greifen, Digga, was haben wir eigentlich für ein Scheißsystem dort? Also das ist ja bodenlos, das ist ja wirklich bodenlos. Beispielsweise eben wieder ganz vorne dran Leipzig, was die für ein Geld verdienen, was die vielleicht gar nicht so bekommen sollten, ne? Gerade was Einschaltquoten hier, TV-Gelder angeht, das ist schon, puh. Und auch dieser Vergleich mit La Liga und der Premier League, da muss man ja sagen, da geht es ja nur um ein Rattenrennen darum, wer mehr Geld einnimmt. Ja, das ist der übelste Schwanzvergleich, Digga. Was gucken wir denn auf die englische und die spanische Liga? Hä? Können wir nicht glücklich und zufrieden damit sein, dass unsere Liga einfach die geilste der Welt ist? Besonders von der Stimmung her. Und die zweite Liga einfach die krasseste zweite Liga in Europa ist, vielleicht der ganzen Welt, keine Ahnung, wie es im Ausland aussieht. Und wir international trotzdem jedes Mal was reißen. Und wenn es wir nicht tun, dann, dass es aber unsere Spieler tun oder Trainer, siehe Thomas Tuchel, siehe Toni Kroos und wie sie alle heißen. Die anderen Ligen in Europa haben internationale Investoren. Die englische Premier League hat deutlich mehr Einnahmen.
noch ist die Bundesliga an zwei, aber auch die spanische, die italienische und die französische Liga hat internationale Investoren und wird an der... Hör mir auf mit der französischen Liga, die ist auch so ein Witz. Die ist ja jetzt, glaube ich, aus den Top 5 rausgefallen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ist auch gut so, also ganz ehrlich, was geht denn in Frankreich ab? Die haben ein paar coole Vereine, die haben ein paar richtig coole Vereine. Aber mal for real, wenn du dieses Gesamtpaket französische Liga anschaust, das ist doch kein Vergleich zu sowas wie der Bundesliga. Der Bundesliga in Sachen Einnahmen vorbeiziehen und mehr Geld bedeutet mehr Wettbewerbsfähigkeit, weniger Geld, weniger Wettbewerbsfähigkeit und dadurch wird die Bundesliga ins Hintertreffen geraten und international keine große Rolle mehr spielen. Die Situation, wie wir sie derzeit im deutschen Fußball haben, einzigartig. Dieser Prozess hatte so viele Wendungen, so viele Fallstricke. Jetzt ist eure Meinung gefragt. Inwiefern wird dieser besondere Einfluss der Fans die Bundesliga in Zukunft nachhaltig beeinflussen? Schreibt eure Gedanken dazu gerne mal in die Kommentare. Ja, wer es gesehen hat, es gibt ja eine neue Folge Hart, aber fair. Da sind ja ein paar ganz coole Vertreter mit dabei, die die Fans so ein bisschen repräsentieren. Unter anderem ja auch der Kollege von Calcio Berlin. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Hab mir die Folge schon angeschaut. Das ist auf jeden Fall mal empfehlenswert, dort vorbeizuschauen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, ne, gerne auch hier, wie gesagt, dem Video ein Like geben. Zum einen hier Reaction, wenn euch die gefallen hat. Ansonsten, Originalvideo ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch noch einen traumhaften schönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Fantastic.